In diesem Video machen wir einen Stern mit 16 Zacken für dein Fenster. Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammydolls. In diesem Video machen wir einen Stern mit 16 Zacken für dein Fenster. Und da fange ich jetzt wieder an mit meinem Glanzpapier. Das Glanzpapier gibt es leider nicht in Australien. Deswegen arbeite ich mit diesem sehr, sehr feinen Tissue Paper, heißt das. Und da falte ich jetzt dieses große Stück zur Hälfte und schneide es mit dem Messer. Dann habe ich jetzt zwei große Rechtecke. Wir brauchen insgesamt 16 Rechtecke für diesen 16-zackigen Stern. Im vorherigen Video haben wir einen 8-zackigen Stern gemacht. Der war ein bisschen weniger zeitaufwendig, da wir ja nur 8 Zacken brauchten. Und in diesem Video machen wir den 16-zackigen, weil die Muster von beiden Sternen sind beide schön und ich wollte gerne einen von jeder Sorte, mindestens einen von jeder Sorte haben an meinem Fenster in dieser weihnachtlichen Zeit. Und jetzt haben wir schon 4 Rechtecke. Jetzt falten wir es dann nochmal aufeinander. Dann haben wir gleich 8. So muss man schön darauf achten, dass alles schön regelmäßig ist, damit auch alles passt. Bei mir ist es nicht alles ganz so regelmäßig, weil dieses Papier so furchtbar dünn ist, dass es ein bisschen schwer zu falten und auch zu schneiden ist. Aber ich hoffe mal aufs Beste, dass wir auch ein schönes Ergebnis bekommen am Ende. Und jetzt falten wir es nochmal und dann haben wir auch unsere 16 Rechtecke fertig, wenn es dann durchgeschnitten ist. Und dann fahre ich hier mit dem Messer nochmal entlang an der Kante, um die Kante schön scharf zu machen, damit man sie leichter schneiden kann. Muss ich hier nur die Mitte finden und dann können wir es auseinanderschneiden. Und dann können wir auch schon anfangen mit dem Falten. Es gibt ja viele, viele verschiedene Sternendesigns. Es gibt auch viele Bastelbücher mit ganz vielen wunderschönen Bastelsternen mit ganz filigranen Falttechniken und so weiter. Ich habe jetzt einfach die einfachsten Falttechniken genommen, an die ich mich noch erinnern konnte von meiner Kindheit. Da habe ich jetzt einfach angefangen, das Rechteck entlang der langen Mitte zu falten. Und dann falte ich alle 4 Kanten auf diese mittlere Kante. Und wenn wir das dann geschafft haben, für den 16-zackigen Stern falten wir dann nochmals alle 4 Kanten auch auf die mittlere Kante wieder. Beim 8-zackigen Stern haben wir ja nur die Ecken auf einer Seite dann nochmal auf die mittlere Falte gefaltet. Und die andere Seite. Und auch am anderen Ende falten wir dann nochmal die Seiten auf die mittlere Falte. Und dann haben wir auch schon eine Zacke fertig. Da ist sie. Dann machen wir das gleich nochmal. Nehmen wir das Rechteck und falten es entlang der langen Mitte hier. Und drücken das Papier runter entlang der Kante. Und dann falten wir alle 4 Ecken auf die mittlere Falte. Und wenn wir das geschafft haben, falten wir dann nochmal alle 4 Ecken oder 4 Seiten oder 4 Enden auf die mittlere Falte. Hast du schon mal solche Sterne gemacht?
Hast du vor, auch solche Sterne zu machen? Hinterlass mir doch einen Kommentar. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Ach, das ist nicht ganz so einfach mit dem dünnen Papierchen hier. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Als ich zum ersten Mal diese Sterne hier gebastelt habe, ich bin ja seit 8 Jahren hier in Australien, da konnte ich das nirgendwo finden. Und dann habe ich dann entdeckt, dass das hier vielleicht so die beste Alternative ist. Ein Papier, durch das man durchsehen kann, durch das Licht hindurchscheinen kann, wenn man einen Stern am Fenster hinklebt. Und es ist leider nicht sehr stabil und reißt sehr leicht. Deswegen halten die Sterne dann immer nur ein Jahr, nicht so wie in Deutschland, wo ich mit dem Glanzpapier, da konnte man die Sterne ja wieder entfernen vom Fenster und dann im nächsten Jahr wieder aufhängen. Das klappt hier leider nicht mit diesem dünnen, feinen Papier. Da habe ich dann die Freude, jedes Jahr wieder neue Sterne falten zu dürfen. Naja, ich könnte mir vielleicht mal Glanzpapier mitnehmen aus Deutschland, denke ich. Vielleicht mache ich das, wenn ich dran denke, das nächste Mal. Und wir falten jetzt einfach weiter, bis wir 16 Zacken haben und dann melde ich mich gleich wieder, wenn es ans Zusammenkleben geht. So, jetzt haben wir unsere 16 Zacken fertig und dann suchen wir uns ein Ende aus. Die beiden Enden sehen ein bisschen unterschiedlich aus, wegen der Faltmethoden. Dann kann man sich überlegen, welche Seite man immer unten und welche man immer oben haben will, damit der Stern auch schön regelmäßig wird, das ganze Faltmuster schön regelmäßig dann aussieht, wenn das Licht hindurch scheint. Und jetzt trage ich den Prittstift auf der unteren rechten Seite. Auf der rechten Seite der Mittelkante hier auf und klebe die nächste Zacke oben drauf. Also immer nur auf der rechten Seite der Zacke, auf der unteren rechten Seite der Zacke, so ungefähr bis zur Hälfte hoch, wo dann die nächste Zacke mit der vorherigen überlappt. Und dann achten wir darauf, dass die Spitzen alle aufeinandertreffen und die Falten alle aufeinander treffen, damit der Stern auch schön regelmäßig wird und alle
Faltkanten aneinandertreffen und das schöne Muster formen. Das ist immer mein Lieblingsschritt, nachdem ich dann alles gefaltet habe. Dann ist das Ende nah und man kann dann endlich das schöne Muster sehen von dem schönen Stern. Dann mache ich das hier auch mal alles ein bisschen schneller und melde mich dann gleich am Ende wieder, wenn wir die letzte Zacke aufkleben. So, nun haben wir es dann schon fast geschafft. Jetzt tragen wir noch den Kleber auf die letzte Zacke hier. Und jetzt kleben wir erst noch die letzte Zacke auf. Habe ich mich wohl zu früh gefreut. Und dann kleben wir die letzte und die erste Zacke noch zusammen, indem wir den Kleber auf die letzte Zacke auftragen. Und dann legen wir die letzte Zacke unter die erste oder die erste auf die letzte und dann ist unser Stern auch schon fertig. Und dann können wir uns mal anschauen, wie es dann am Fenster aussieht. So schick sieht das dann aus, wenn das Licht hindurch scheint. Jetzt freue ich mich aber, dass ich so schöne Sterne habe. Die erinnern mich dann wieder an meine Kindheit in Deutschland. Wenn es jetzt noch ein bisschen kalt wird draußen, dann fühlt es sich dann auch fast wie Weihnachten an. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ich hoffe, ihr werdet auch viele, viele Sterne machen. Und ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis dann. Tschüss.